Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Cozy House. Ich habe heute für euch meine Januar-Favoriten. Und das erste, das ich euch zeigen wollte, ist von Frizz Ease das Haarbändiger Originalserum. Darum bin ich im DM öfter rumgeschlichen, war mir aber nie sicher, ob ich es kaufen soll. Es kostet nämlich 10 Euro. Also wirklich ein stolzer Preis. Aber es hat mich dann doch irgendwie angesprochen, es soll eben Frizz bändigen. Und ich habe schon frizzelige Haare nach dem Haare waschen. Und dachte mir, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das Ganze gibt man in die tropfnassen Haare unter der Dusche. Also wenn die wirklich noch richtig, richtig nass sind, dann gibt man davon was in die Haarspitzen. Und danach kann man sie wie gewohnt stylen. Da ist auch ein integrierter Hitzeschutz drin, was ich ziemlich gut finde. Und ich muss wirklich sagen, schon nach der ersten Anwendung war ich begeistert, denn es hält einfach, was es verspricht. Also es bändigt wirklich den Frizz. Die Haare sind danach geschmeidig, weich. Die Oberfläche ist geglättet. Also wirklich toll. Also ich bin sehr begeistert. Es hat einfach das eingehalten, was ich wollte. Und ich benutze es nicht jedes Mal. Ich weiß auch, es ist eine riesige Silikonbombe. Anders wäre, glaube ich, dieses Ergebnis nicht möglich. Aber es ist okay für mich. Wenn ich einfach mal will, dass meine Haare super schön aussehen, weil ich essen gehe oder einen tollen oder wichtigen Termin habe oder wie auch immer, dann benutze ich das. Und es ist okay für mich. Es geht ja nur in die Haarspitzen, nicht an den Ansatz. Da benutze ich keine Silikone und deswegen ist es okay für mich. Als nächstes bin ich auf was gestoßen und ich bin unglaublich glücklich, dass ich darauf gestoßen bin. Und zwar ist das die Lavera 2-in-1 Reinigungsmilch zum Abschminken. Ist die, und ich habe ja bisher immer von The Body Shop diese Kamillen-Abschmink-Bla-Balm benutzt, der so gehypt ist. Der kostet 12 Euro bei Body Shop und ich fand ihn okay. Habe aber einfach das Gefühl, es geht noch besser, man kann sich noch besser abschminken. Und den Duft fand ich auch nicht so toll. Den mögen ja ganz viele, war jetzt aber nicht so meins. Und davor hatte ich immer von Liz Earl den Hot Cloth Cleanser, der aber wirklich teuer ist, der aber toll ist. Also der ist wirklich toll, aber super teuer. Und die Versandkosten hierher nach Deutschland, das ist auch einiges. Und ja, ich glaube, der kostet umgerechnet 16 Euro, Versandkosten irgendwie 7 Euro. Puh, also das ist schon teuer. Und jetzt bin ich eben auf diese Reinigungsmilch gestoßen und die ist so toll. Ich gebe die auch genauso auf meine trockene Haut, mache mein Augen-Make-up weg und gehe dann mit so einem Musselintuch drüber. Und es funktioniert so gut. Sie schminkt besser ab als die von The Body Shop. Wirklich besser, schneller, sanfter. Meine Haut ist danach so weich. Ich habe keine Irritationen und sie ist billiger. Also ich glaube, die kostet zwischen 4 und 5 Euro bei DM. Was ich Hammer finde und ich finde den Duft besser. Es ist halt so ein typischer Naturkosmetik-Duft, also sehr kräuterig. Aber ich mag das. Ich mag das wirklich gerne und ich kann es jedem empfehlen von euch, der noch was Gutes zum Abschminken sucht. Als nächstes habe ich vom P2 aus der Matte Dream Eyeshadow-Reihe die Farbe 090 Brown Delight. Das ist so ein ganz helles Braun und ich habe den für mich entdeckt für die Lidfalte. Also ich finde, das ist für mich persönlich die beste Lidfaltenfarbe. Und ich benutze ja nicht so oft Lidschatten. Ich bin da einfach nicht so der Typ dafür. Ich mag es mal ganz gerne für einen Look, aber prinzipiell Eyeliner, Wimperntusche, das ist so mein Go-To-Look. Und jetzt bin ich aber da drauf gekommen und ich gebe den jetzt immer in die Lidfalte solo, also ohne einen anderen Lidschatten. Einfach nur in die Lidfalte habe ich heute auch drauf. Und dann mache ich einen Eyeliner und das betont das Auge noch mehr, gibt dem mehr Tiefe, betont das Auge super schön. Und ja, der ist ganz toll. Schaut ihn euch an, wenn ihr noch eine Farbe für die Lidfalte sucht. Es gibt, glaube ich, auch eine Nuance, die noch dunkler ist. Vielleicht für die dunkleren Typen unter euch, aber der kostet irgendwie 2 Euro oder so und macht echt einen guten Job. Dann habe ich als nächstes ein Fashion-Teil und zwar ist das ein Karo-Hemd. Das sieht so aus. Das ist kariert. Ganz einfach eigentlich. Das habe ich aus dem New Yorker und zwar aus der Männerabteilung. Da waren nämlich so Karo-Hemden reduziert auf 6,95 Euro oder so. Und da habe ich dann zugeschlagen, ich wollte schon lange ein Karo-Hemd. Ich finde das nämlich total schick. Aber ich war nie bereit, irgendwie 20 Euro dafür zu bezahlen. Und dann habe ich halt dieses hier für 6 Euro ergattern können und war mega glücklich. Und ich mag das so gerne. Einfach mit einem weißen Tanktop und einer Jeans. Und dann noch ein bisschen vielleicht ein Goldschmuck, so für den edlen Touch. Ich finde das so, so schön und man kann das echt über alles anziehen und es macht alles ein bisschen lässiger, weil ich finde diese typischen Cardigans, die, ja, diese ganz typischen Cardigans, die man so kennt, diese Strick-Cardigans, die finde ich manchmal ein bisschen brav irgendwie und ein bisschen langweilig. Und ich finde sowas, wenn man das drüber zieht, das sieht irgendwie lässiger aus als so ein Strickcardigan. Deswegen mein Favorit fashionmäßig diesen Monat.
Dann habe ich einen Lifestyle-Favoriten sozusagen und das ist mein Moleskine in Rot dieses Jahr. Letztes Jahr hatte ich ihn in Schwarz. Ich wollte ihn gern wieder in Schwarz, gab es aber nicht mit der Aufteilung, die ich wollte. Und zwar wollte ich zeige es euch mal kurz, die Aufteilung, dass man hier die Woche hat und hier nochmal eine Seite extra mit Notizen. Ich finde das super praktisch. Ich schreibe dann hier zum Beispiel meinen Termin rein, zum Beispiel einen Arzttermin und daneben dran, wie ich hinkomme und wo ich hin muss, genau mit Adresse und Telefonnummer. Oder meine To-Do-Liste für die Woche und so weiter. Das kommt alles auf die Seite und das finde ich so praktisch. Und ich habe lange mit mir gehadert, da dieser Kalender 20 Euro kostet, was ich echt teuer finde. Aber ich bin dann doch auf den zurückgekommen, weil alle anderen haben mir nicht gefallen von der Einteilung. Und ich war dann doch bereit, 20 Euro zu investieren. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Der ist wirklich toll. Kann ich jedem empfehlen, der auf der Suche ist, nach einem schönen Kalender, der auch super in die Handtasche passt und nicht zu schwer ist. Und dann habe ich als nächstes ein Gewürz, das wirklich mein Favorit war diesen Monat. Und zwar, das ist nur noch die leere Packung von Schubeck, das die Gewürzmischung fürs Butterbrot. Da ist drin Meersalz, Pfeffer, Paprika, Koriander, Zwiebel, Senfmehl, Chili, Knoblauch, Kümmel, Schnittlauch. Und das schmeckt so gut. Das gebe ich immer auf mein Butterbrot morgens. Ich esse super gerne morgens Toast mit Butter und Salz eigentlich. Und anstatt Salz gebe ich halt jetzt dieses Gewürz drauf. Und es ist so lecker. Das ist würzig, salzig, ein bisschen scharf. Das schmeckt einfach so gut. Da brauche ich keinen Aufstrich mehr, keinen Käse, gar nichts mehr. Nur noch das und ich bin glücklich. Und es ist auch nicht so teuer, also das hat mir jetzt, glaube ich, 2 Monate gereicht und hat irgendwie 3 Euro oder 4 Euro gekostet. Von dem her, das ist echt nicht so teuer und es schmeckt gut. Ich weiß nicht, wo man das sonst noch bekommen kann, außer hier in den direkten Schubeck-Stores sozusagen. Ich gucke mal, ob es einen Online-Shop gibt und wenn ja, dann verlinke ich euch das Ganze in der Infobox, weil ich finde, das ist auch ein super Geschenk für Mama, Papa, Oma, Opa oder so. Wenn man was Kleines schenken möchte, aber nicht genau weiß was, dann finde ich, ist das eine gute Idee, weil fast jeder isst ja gern Butterbrot irgendwie zur Brotzeit. Und das schmeckt aber auch gut auf Gurke oder Tomate oder einfach in den Quark und dann zu Kartoffeln dazu oder so. Also das ist schon vielseitig einsetzbar und ist super, super lecker. Ja, das waren meine Favoriten in diesem Monat. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was so euer absoluter Favorit in dem Monat war. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, vergesst nicht, mein Video zu bewerten. Darüber freue ich mich auch sehr. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin.